Hello guys. Hello. Was machen wir jetzt? Zu filmen, weil wir haben lange nicht gefilmt. Ja, echt so. Wir sind gerade auf dem Weg zu Burger King und unser Mittagessen holen. Delicious. Was holen wir uns? Den Vegan Long Chicken. Heißt er so? Ich glaube Veggie Long Chicken. Nee, ich glaube, der ist vegan. Der ist aber nicht vegan. Ich habe den schon mal geholt und habe gesagt, Vegan Long Chicken. Dann meinte er, der ist nicht vegan, weil Mayo ist drauf. Und zwar wollen wir gucken, ob es den Hype wert ist. Ihr wisst, was ihr meint. Ist der da nicht drauf? Da, Long Chicken, auch Plant-Based. Plant-Based Long Chicken. Ja, Bestellung bekommen. Hallo, willst du das Menü? Mit Pommes, Ketchup und Cola Light. So schön. Hast du eigentlich Hunger? Ja, jetzt schon. Du? Ich habe nicht so Sauhunger, aber ich kann essen. Ich habe. Es ist jetzt nicht, dass ich noch satt bin oder so. Mit Karte. Danke. Ist da alles? Der große Getränk halt. Tschüss. Yes, guys. Let's inspect it. Ja, warte erstmal, dass ich erst auf die Karten. Ja, nee, ich guck nur, dass alles da ist. Sonst können wir nochmal runterdrehen. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Marie. Und ich bin Helen. Und wir testen heute den Plant-Based Long Chicken von Burger King. Beziehungsweise ich habe den eigentlich schon getestet, aber wir... Ich teste ihn. Viele wurden halt von Burger King gesponsert, um den zu probieren in ihren Videos und zu reviewen. Aber wir wollen heute den Real Taste Test machen, ohne gesponsert genau. zu werden. Korrekt. Wir sagen euch wirklich ehrlich unsere Meinung. Und wir haben uns beide einfach eben ein Long Chicken bestellt und dazu einen im Menü mit Pommes und Cola. Was? Cola Zero. Nee, Light, oder? Coke Light. Diet Coke. Let's unwrap. Die Pommes lasse ich einfach in der Tüte, ja? Das Ding ist, ich habe gar nicht den Vergleich, weil ich kenne gar nicht den echten Long Chicken. Ich auch nicht. Egal. Aber was man weiß, ist halt, wie so Chicken Burger generell schmecken. Ja. Und ich kann euch schon mal sagen, man schmeckt nicht... dass es nicht Fleisch ist, was auch irgendwie weird ist. Aber so sieht der aus. Es sieht halt aus wie so ein Crispy Chicken, sagen wir mal. Let's eat. Aber irgendwie ist es so riesig. Was mit der Pommes? Du kannst dir nicht raus? Ich dachte, ich lasse die dazu drin. Und machst du das so? Ja. Guten Appetit. Guten. Das ist ja eine Geilchen. Falken Geilchen. Sag zuerst, weil ich habe schon probiert. Sicher, dass es der Vegan ist. Ja, also der Plant-Based. Es sieht halt wirklich auch aus wie Fleisch. Guckt euch das mal an. Warte mal. Gönnt euch das. Es sieht doch aus wie Fleisch. Ich frage mich halt, ist es Sojabasis, Reisbasis? Es gibt ja so unterschiedliche Basen. Also es schmeckt echt wie Fleisch und es sieht auch so aus. Aber das Ding ist halt, wenn man bei McDonald's oder Burger King Fleisch holt, dann weiß man auch nicht, ist es gutes Fleisch. Deswegen, es schmeckt genauso wie Fleisch von Burger King, aber ist Fleisch von Burger King Fleisch? Also am Ende ist es schon immer das. Ja. Da war noch nicht Fleisch drin am Ende. Wenn irgendwelche Hühnerbeine oder so. Ne? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich bin selbst keine Vegetarierin oder Veganer, aber ich finde halt, wenn es die Option gibt und die schmeckt genauso wie das Fleisch, finde ich es besser, dass man was Pflanzliches isst, als dass man irgendein ekelhaftes Burger King Fleisch isst. Ich bin eigentlich immer gehe ich nur zu McDonald's, ich gehe nicht zu Burger King. Wollte ich auch gerade sagen, crazy. Ja. Aber ich gehe eigentlich auch lieber zu McDonald's. Warum auch aber immer. Der ist wirklich gut. Ja, keine Ahnung warum. So einfach aus Gewohnheit. Ja, in unserer Heimat gab es halt nur einen McDonald's. Also nur weiter weg dann Burger King und da ist man dann halt irgendwie nicht hin. Ich finde die Pommes nicht so geil wie bei Maggis. Irgendwas ist da anders. Boah, ich esse zu schnell. Ich auch, ich esse fast leer. Moment, noch ein Eis. Am Ende echt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr lieber zu Burger King oder zu McDonald's geht. Würde mich interessieren, wofür die Mehrheit abstimmt. So oft essen wir gerne Fastfood, vor allem in letzter Zeit nicht. Wir hatten eine Phase da öfter. Irgendwie in Frankfurt. Da am Südbahnhof und so haben wir oft irgendwie gegessen, finde ich. Oder schlechte Gemüsesuppe. Davon. Echt? Das kann ich generell schlecht. Wegen Dings. Dings. Ich bin fertig. Ich rate den eigentlich. Eine 10 von 10. Ich kenne halt nicht den Vergleich. Im Endeffekt wollen wir uns nicht. Nee. Oh Gott, nein. Weil ich bin nicht froh, kein Fleisch gegessen zu haben jetzt im Endeffekt, weißt du? Ja, das stimmt. Ich fühle die Pommes nicht. Und ich esse die trotzdem. Willst du die jetzt nicht essen? Mir ist irgendwie schlecht. Es ist immer so, dass du die Ansage machst, wie viel Hunger du hast und ich sag ich nicht. Und ich esse im Endeffekt gestern Abend auch. Ich esse sie ja trotzdem. Mit den Donuts. Ich hab das nicht essen. Hier ist bei mir. Öffnet alle Schränke und sagt, warum habt ihr keine Snacks? Wir haben nichts Süßes und ich bin so jemand, ich brauche nach dem Essen was Süßes. Aber ich will ein Eis. Teilen wir eins. Mm-mm. Nicht? Ich mit zwei Löffeln. Mit zwei Löffeln.
Also, das interessiert mich auch, die sind. Wir haben es schon mal in einem anderen Video, glaube ich, gesagt. Aber findet ihr es bei euren Geschwistern eklig, vom gleichen Löffel oder aus der gleichen Schüssel zu essen? Nein, es geht nicht. Ich würde, glaube ich, von deiner Gabel Nudeln essen. Würdest du nicht? Nee, ja, würde ich nicht. Würdest du nicht? Aber Eis ist noch mal eine andere Grenze von eklig, weil das ist so deine Spucke mit dem Eis vermischt. Ja. Und das ist nicht, dass ich das nicht fühle, ja. Ich finde es auch sau eklig. Ich würde es auch bei sonst niemandem machen, aber meiner Schwester ist es mir egal. Ja, es geht nicht darum, dass ich die Person eklig finde, sondern ich finde einfach, ich mag das einfach nicht. Ich krieg da so Gänsehaut. Ja. Hey, wir teilen uns diesen Strohhalm. Findest du es eklig? Ja, mag ist schon ich so ein bisschen eklig, nämlich weil der Papier ist. Hab ich schon. Auch weil, also am schlimmsten finde ich es mit Essen in Kombination. Hätten wir da jetzt nur während der Fahrt so draus getrunken, aber weil du davor gegessen hast, dann weiß ich, ist dein Essen so an dem Strohhalm. So weit denke ich gar nicht irgendwie. Mhm. Kommt halt darauf an, wie close man mit der Person ist. So. Ich mag das einfach nicht, dieses Spucke austauschen mit Essen in Kombination. Das ist auch nicht geil. Das ist ja auch eigentlich gut so und auch willst normal. Nee. Warte mal, noch ein Fazit. Von 10 Punkten? Habe ich schon gesagt, 10. Ah ja, stimmt, ich habe nichts gesagt. Was sag ich? Vielleicht 9. Also es ist auch nicht so, wow. Also esse ich lieber einen richtigen Burger oder so. Weißt du? Ja, aber wenn man... Burger King Burger und dafür, dass es kein Fleisch ist, ist ja sehr gut. Also in der 10. Also ich würde auch sagen, wenn man zu Burger King geht, dann ist der die 10 von 10. Natürlich gibt es bessere Burger. Also ich habe mir nie den vegetarischen oder so bei McDonald's geholt, weil er hat komisch geschmeckt, also einfach eklig, anders. Der vegane. Ja, das aber hier schmeckst du keinen Unterschied und du weißt, es ist kein ekelhaftes Fleisch von McDonald's oder Burger King und deswegen ist er für mich auch nur 10 von 10. Ich meine aber, dass McDonald's auch neue rausgebracht hat, neue vegane. Ich glaube auch, also ich glaube auch. Probieren. Wenn ihr das sehen wollt, wie wir die raten, schreibt es in die Kommentare. Oder gebt dem Video einen Daumen nach oben. Genau. Ja, wir lesen gerne eure Kommentare. Ja. Wir verfolgen alles, wir liken auch jeden Kommentar, wir lesen jeden, also schreibt weiter. Und genau. Genau. Oreo Smarties KitKat. Ich hab mal bei Burger King aus Versehen gesagt, ich hätte gerne McFlurry. Oder McSunday, glaube ich. Ich hätte gerne einen King Fusion mit Smarties. Mit 2 Löffeln, bitte. Danke. Danke. Schon wieder die Situation, sorry. Wie denken Sie jetzt? Penne? Ja. Ja, mit Karte, bitte. Ich wollte gerade weg. Sorry. Ja, sorry, der Sound sieht man hier nicht. Sommer. Ja, ist so. Oh, mein Body. Weiß ich auch nicht, aber das ist wohl dafür gedacht. Nee, das ist ums zuzukratzen. Ach so. Creamy. Saucy. Delicious. Alter, gönn dir mal diese Fusion. Das sieht halt wirklich gut aus. Ich habe mal gesehen, wie McFlurry gemacht wird. Und das ist echt nicht so geil. Und bereust du den Kauf? Nö. Ja. Auch nicht. Wer? Hello? Hello! Ah, Mama? Klar. Ja? Wir drehen gerade ein Video. Willst du Hallo sagen? Hallo, Video! Was gibt's? All this crazy shit I did tonight. Was denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Those will be the best memories for me. Yeah, yeah. Darf ich auch mal Lip Gloss? Okay, Leute. Das war's mit unserem Video. Also, Leute, das war's mit unserem Video. Falls wir den Vegan McDonald's Taste Test wirklich machen sollen, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir noch was anderes reviewen sollen. Wir freuen uns über ein Abonnement. Und auch auf Instagram könnt ihr uns sehr gerne folgen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Genau. Bye. Ciao.